im Februar habe ich eine ganze Seite voll gekriegt, sogar mehr als eine Seite, wenn ihr das hier seht. Es war auf jeden Fall eine Menge, was ich gesehen habe. Deswegen fangen wir auch direkt an. Wie immer der übliche Disclaimer, ich werde nicht über alles was sagen, weil ich über einige Dinge schon geredet habe. Also nur das, wozu ich auch was zu sagen habe, was ihr jetzt nicht schon tausendmal gehört habt. Ich habe auf jeden Fall im Februar 10 Filme gesehen, davon einige auch im Kino. 3 Serien und 7 sonstige Dinge. Und die Sterndurchschnittsanzahl lag bei 3,4. So wie immer eigentlich bei 3, irgendwas das meistens liegt. Weil wenn man vor allem viel guckt, dann pendelt sich das halt immer in der Mitte ein. So. Angefangen habe ich mit ganz viel Netflix. Zum einen habe ich am Anfang des Monats Next in Fashion gesehen. Das ist eine Art Project Runway von Netflix. Gibt es überhaupt das Original Project Runway noch? Ich weiß nicht, ob das noch läuft, ob da noch neue Staffeln kommen. Auf jeden Fall ist das, geht es darum, den neuen, nächsten, besten Designer zu finden. Und da sind halt ein paar Kandidaten und die müssen jede paar Tage, jede Woche, jede Episode was Design zu einem bestimmten Thema. Und ja, ich fand es ganz interessant. Ich muss sagen, mir ist mal wieder aufgefallen, dass ich so überhaupt keine Ahnung von Fashion und Trends habe. Weil das meiste, was die so abgefeiert haben, gesagt haben, das ist innovativ, das sieht fantastisch aus, dachte ich mir, wow, ist das hässlich. Aber ich muss es ja auch nicht mögen, ich muss es ja auch nicht anziehen. Ich konnte es nur nicht recht nachvollziehen. Aber ich finde interessant, einfach die Idee dahinter und wie das abgelaufen ist. Und alle sind auch nett miteinander umgegangen. Von daher habe ich das ganz gerne geguckt. Dann habe ich ein paar Oscar-Filme gesehen. Zu Parasite komme ich gleich noch, aber da gab es ja auch einen Kurzfilm, der einen Oscar gewonnen hat. Und zwar ist das Hair Love. Das wurde mir Tage vorher schon auf YouTube angezeigt. Also es gibt es auf YouTube, ich verlinke euch das. Und ich habe da irgendwie keine Zeit für gefunden. Und dann, nachdem ich erfahren habe, dass es einen Oscar gewonnen hat, habe ich das nochmal angezeigt bekommen bei YouTube. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt guckst du es dir aber an. Es ist auch nicht sonderlich lang. Es sind, glaube ich, nur ein paar Minuten, 6 Minuten oder so. Ich finde die Idee auf jeden Fall relativ süß. Und es war auch schön dargestellt. Und es hat auch eine schöne Message übermittelt in relativ kurzer Zeit. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich mochte diesen Kurzfilm sehr gerne. Es war sogar, glaube ich, das Einzige, was 5 Sterne von mir bekommen hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich es übermäßig liebe, aber ich finde, aus dem bisschen, was sie haben, aus der kurzen Zeit, haben sie wirklich sehr, sehr viele rausgeholt und ist ja auch animiert und so. Deswegen einfach die 5 Sterne. Dann kam auf Netflix ein deutscher Film raus. Ich glaube, sie haben das angekündigt als erster deutscher Film. Serien gab es ja schon aus Deutschland auf Netflix. Aber scheinbar ein Film noch nicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall heißt der Izzy und Ossi. Und es geht hier um so eine Teenie-Liebeskomödie, um ein reiches Mädchen aus gutem Haus, die Köchin werden will, aber ihre Eltern denken sich, du hast so viel Kohle, du kannst in den besten Universitäten studieren, wieso willst du Köchin werden? Und verbieten es ihr quasi und sie will ein bisschen rebellieren dagegen und lernt dann den armen, jungen Boxer kennen, der ein bisschen Unterstützung durch Geld braucht und dann schließen sie eine Zweckgemeinschaft, um halt die Eltern von dem Mädchen ein bisschen auf die Palme zu bringen und er kriegt dafür Geld. Und natürlich entwickelt sich daraus, was sich auch sowas immer entwickelt. Aber ich fand den Film eigentlich ganz nett. Also es ist jetzt nichts Besonderes, aber ich hatte Spaß damit und ich habe auch ein paar Mal gelacht. Und das ist schon mal was Gutes, finde ich. Deswegen kann ich es empfehlen. Dann habe ich noch ein paar Reality-TV-Sachen gesehen auf Netflix. Zum einen Glow Up, das ist so eine britische Make-up-Sendung. Also es ist wie alle Casting-Shows, ein Haufen von Leuten. Jeder muss jede Woche eine Aufgabe erfüllen oder mehrere Aufgaben sogar. Und am Ende finden sie raus, wer der beste Make-up-Artist drunter ist. Also es sind, glaube ich, sogar Nachwuchs Make-up-Artist, die am Ende dann irgendwie eine Stelle irgendwo gewinnen können. Ich habe nicht genau so zugehört. Auf jeden Fall fand ich es interessant. Ich konnte auch hier nicht oft nachvollziehen, was die so unbedingt schön fanden, Make-up-technisch. Fand ich jetzt nicht unbedingt so toll. Ich fand auch den Aufbau dieser Sendung nicht so interessant, weil sie es irgendwie mit der Spannung nicht so hinbekommen haben, dass es auf mich spannend gewirkt hat. Aber am Ende des Tages habe ich doch schon für ein paar Leute mitgefiebert. Von daher haben sie das ganz gut hinbekommen. Ich fand die Jurymitglieder teilweise richtig nervig, vor allem die Frau, die ständig gefühlt rumgeschrien hat.
Das musste nicht unbedingt sein. War nicht so meins. Dagegen habe ich danach Blown Away angeguckt. Und da geht es um Glasbläser und die daraus irgendwie Kunst machen. Und da haben sie auch den Besten gesucht, auch so eine Castingshow. Das fand ich dagegen viel zu kurz. Also jede Episode hatte irgendwie nur 20 Minuten und es ging auch nur um diese Zeitspanne, wo sie halt die Aufgabe bekommen haben, das gemacht haben und am Ende wurde das vorgestellt, was sie gemacht haben. Mehr gab es da nicht. Es gab nichts Zwischenmenschliches, das dargestellt wurde. Es gab nicht kleinere Challenges, die davor stattgefunden haben. Es gab sonst nichts außer das. Und das fand ich ein bisschen narrativ nicht so spannend gemacht. Das war auch für mich dann am Ende des Tages nicht so spannend, wer jetzt gewinnt und wer nicht. An sich finde ich es interessant, wie das Glasblasen und so funktioniert. Aber ja, ich weiß nicht, die Narration dieser Sendung war jetzt nicht perfekt für mich zumindest. Dann habe ich im Kino ein paar Filme geguckt. Zum einen Birds of Prey. Ja, ich habe Suicide Squad noch nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht vergleichen. Aber ich fand Birds of Prey gar nicht schlecht. Also ja, ich finde, viele Dinge muss man nicht unbedingt machen. Ich finde allgemein, dafür, dass der Film Birds of Prey heißt, geht es nicht wirklich viel um die Birds of Prey. Ich finde, die hätte man einfach weglassen können und einfach eine straighte Harley Quinn Story erzählen können. Was sie auch eigentlich gemacht haben, sie haben es nur Birds of Prey genannt, was irgendwie blödsinnig ist. Macht doch einfach einen Film über Harley Quinn und gut ist. Es reicht doch vollkommen. Das hätte die Leute schon genug angezogen und das hätte, glaube ich, den Film auch ein bisschen straighter gemacht. Auf den Punkt. Aber an sich kann ich da nichts viel gegen sagen. Ich fand ihn spaßig interessant. Denn wie gesagt, war ich in Parasite, den Oscar-Gewinner, den vierfachen Oscar-Gewinner. Und ich muss sagen, zu Recht. Zu Recht. Ich habe natürlich nicht alle anderen Filme gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er tatsächlich der Beste ist. Aber er ist schon sehr, sehr gut. Ich habe den zweimal im Kino gesehen. Und ich habe ihn beide Male genossen. Ich finde, das ist so ein Film, der lebt von der Überraschung. Also man darf nicht so viel über diesen Film erfahren, nicht so viel wissen, weil dann könnte es sein, dass man ihn nicht so interessant findet. Er ist auch relativ lang, er ist 2 Stunden lang. Und er braucht auch ein bisschen, bis er richtig in Gang kommt. Aber alles, was vorher kommt, ist auch interessant und wichtig zu wissen, weil es viel um die Lebensumstände der Charaktere geht und sowas alles. Und dann, wenn es richtig losgeht, wenn der Knall kommt, dann geht es auch richtig ab. Also es für mich selber, als ich den Trailer gesehen habe, der zum Glück auch fast gar nichts verrät, hat es sich angefühlt wie so ein Horrorfilm-Vibe, als würde da jetzt gleich einer kommen und anfangen, die zu foltern oder so. Das ist es nicht. Also Folter oder so oder Unmengen von Blut kommen jetzt nicht vor. Es ist kein Horrorfilm. Es ist schon zu Recht ein Drama. Aber es hat auch ein bisschen was von Comedy und ein bisschen was von Thriller. Also es ist eine gute Mischung. Und vor allem ist es halt Gesellschaftskritik, ganz viel Gesellschaftskritik drin. Und ich kann es einfach empfehlen. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Dann, was habe ich noch im Kino gesehen? Fantasy Island habe ich gesehen. Das ist hier dieser neue Blumhouse-Horrorfilm, der auch auf einer alten Serie, glaube ich, basiert. Kannte ich jetzt nicht. Ich kannte jetzt nur, also habe jetzt nur den Trailer gesehen und wollte den Film sehen. Er war nicht sonderlich gut, muss man schon zugeben. Ein paar Leute haben gesagt, der war gut. Ein paar Leute, zumindest mit denen, die ich im Kino waren, die haben dann gesagt, der ist nicht so gut. Ich fand ihn okay. Also man kann ihn sich angucken, aber Geld dafür im Kino würde ich nicht ausgeben. Das lohnt sich nicht so gut, ist er leider nicht. Ja, er hat auch nichts Überraschendes, nichts wirklich für einen Horrorfilm Schreckliches. Er ist ja auch ab 16. Ich fand ein paar Ideen ganz gut mit dieser Insel, wo die Wünsche Träume wahr werden. Das war interessant geschaltet. Sie haben das nur leider nicht so gut ausgeführt, wie man es hätte ausführen können. Der Twist, es war ein bisschen konstruiert, das Ende war ein bisschen zu, auch zu konstruiert, zu vom Himmel gezogen. Aber ja, es ist okay. Wenn man so auf sowas Lust hat, ist es okay. Dann habe ich natürlich das Sequel zu To All the Boys I've Loved Before auf Netflix gesehen. Der heißt ja To All the Boys P.S. I Still Love You. Und auch den fand ich wesentlich besser als das Buch. Also ich fand den ersten ja schon besser als das Buch und diesen hier auch. Ich mag ja die Bücher nicht. Wenn ihr mich länger verfolgt, wisst ihr das vielleicht. Ich mag diese Bücher nicht. Vor allem, weil ich Lara Jean als Protagonistin in diesen Büchern nicht sonderlich leiden kann. Das liegt einfach daran, dass sie für mich ein bisschen zu viel von der Außenwelt erwartet, aber selber zu wenig macht. Ich finde die Idee an sich ganz niedlich, aber die Umsetzung in den Büchern gefällt mir nicht so. Das
kann ich jetzt auch auf diesen zweiten Film übertragen. Ich mag diese ganze Dreiecksgeschichte nicht. Das ist so super unnötig. Und ich mag auch nicht, dass das unbedingt so auf Teufel komm raus da reingequetscht werden musste. Ich brauchte diesen zweiten Film jetzt nicht. Aber an sich, so wie er umgesetzt wurde, konnte ich es einigermaßen nachvollziehen. Ich meine, es sind Teenager, die wissen nicht immer unbedingt, was sie jetzt wollen. Und manchmal streiten sie sich auch. Und von daher, ich fand es okay, sagen wir mal so. Ich finde immer noch Dreiecksbeziehungen nicht sonderlich toll. Aber ich fand es in dem Film okay umgesetzt. Also besser als in dem Buch. In dem Buch mochte ich ja vor allem nicht, dass sie die ganze Zeit gesagt hat, ja, der ist ja so super perfekt für mich, aber er ist ja eben nicht der eine. Und das finde ich total blöd, weil sie gleichzeitig beide Typen runter macht. Den einen, der perfekt für sie ist, weil sie ihn nicht nimmt, und den anderen, der nicht perfekt für sie ist, weil er eben nicht perfekt für sie ist, aber sie nimmt ihn trotzdem. Und das, ich mochte das in dem Buch einfach überhaupt nicht, und das hat der Film auf jeden Fall besser dargestellt. Trotzdem hätte er nicht unbedingt sein müssen, meiner Meinung nach. Jetzt kommt bestimmt der dritte auch noch. Ich habe noch nicht geguckt, ob der angekündigt wurde oder nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch noch kommen wird. Dann habe ich noch eine Buchverfilmung auf Netflix geguckt. Übrigens habe ich jetzt auch noch eine entdeckt. Also es gibt ziemlich viele Buchverfilmungen auf Netflix. Ich weiß nicht, ob die oder viele davon Netflix-Originale sind, aber es gibt so einige da. Ich glaube, das hier ist Netflix-Original, und zwar Tage wie diese, oder zu Englisch Let It Snow. Das basiert auf diesem Buch von John Green und zwei weiteren Autoren. Das ist so eine Art Sammlung von kurzen Geschichten. Das sind drei verschiedene Geschichten über drei verschiedene Paare an einem Weihnachtstag, glaube ich. Und die leben alle in derselben kleinen Stadt, und deswegen verwinkelt sich das und verwebt sich miteinander und so. Überschneidet sich, aber an sich weiß ich nicht. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich kann dazu nichts sagen, keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Ich bin ja kein großer John Green-Fan, deswegen habe ich das auch nie gelesen. Also ich mag John Greens Schreibstil, er ist wirklich gut. Ich mag nur seine Charaktere absolut nicht. Nicht meins. Und dieser Film war super langweilig. Ich muss es leider so sagen, wie es ist. Ich habe dem Ganzen 2 Sterne gegeben. Ich fand ihn super langweilig. Dadurch, dass es drei verschiedene Pärchen und Schauplätze sind, sogar in dem Film, glaube ich, 4 verschiedene. Und dadurch, dass es halt trotzdem normale Laufzeit des Films ist, also 90 Minuten, hat man absolut viel zu wenig Zeit für jedes einzelne Pärchen an sich, sodass ich nie richtig wusste, was macht die jetzt individuell. Was ist jetzt besonders an denen? Es spielt ja auch alles nur an einem Tag, deswegen kann da auch nicht so viel passieren. Und dadurch, dass es ständig weggeschnitten wird zu einem anderen Pärchen und wieder zurückkommt, es konnte mich nicht fesseln, sagen wir es mal so. Es konnte mich nicht mitnehmen. Es war mir so egal, was da passiert. Es war einfach nur frustrierend und super langweilig. Schade, war aber so. Dann habe ich Der Weg nach El Dorado gesehen. Ich habe diesen Film als DVD mal ausgeliehen gehabt, letztes Jahr. Und er lag sehr, sehr lange hier rum. Ich weiß nicht, wieso ich nicht dazu gekommen bin. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin nicht in der richtigen Stimmung. Aber irgendwann muss man es ja mal zurückgeben. Es kann ja nicht sein, dass es unnötig hier rumliegt. Ich habe jetzt auch schon wieder 3 DVDs hier liegen, die ich mir auch bald angucken müsste, damit es nicht auch wieder monatelang hier rumliegt. Und ja, jetzt habe ich den endlich gesehen, und ja, ich fand ihn wirklich gut. Ich weiß nicht, warum ich ihn so lange aufgeschoben habe. Also er war wirklich gut. Das ist so ein alter Klassiker, über den heutzutage gefühlt keiner mehr redet. Aber eigentlich ist der Film gut. Er sieht schön aus. Er hat eine interessante Story, die nicht jeder zweite Animationsfilm hat. Und er ist auch relativ lustig. Also ich mochte die deutsche Synchro tatsächlich sehr gerne, weil die Sprecher auch so bekannt sind. Die Stimmen waren mir relativ bekannt, und auch wie die das rübergebracht haben mit den Jokes und so, hat mir sehr gefallen. Also es war ein Wunder, dass ich bisher noch nie gesehen habe, und ich habe auch noch nie so oft gesehen, dass Leute den wirklich mögen. Also ich habe den an sich sehr selten bei Leuten gesehen. Ich weiß nicht warum, der ist eigentlich wirklich gut. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich noch einen Animationsfilm geguckt, diesmal einer von Disney, und zwar Coco, der mit dem tollen deutschen Untertitel Lebendiger als das Leben. Falls ihr es nicht gemerkt habt, das war Sarkasmus. Ich finde den Untertitel ziemlich dämlich, aber so sind die meisten deutschen Untertitel, auch viele von Disney. Coco ist ein Film, den ich bisher nicht so interessant fand. Also ich habe den Trailer gesehen. Ich finde auch vom Aussehen sieht das fantastisch aus.
Aber von der Story her war ich nicht so unbedingt interessiert an dem Film. Ich weiß nicht wieso. Aber ich wollte ihn natürlich trotzdem sehen, weil ich weiß, dass die meisten Disney-Filme relativ gut sind und der mir sicher auch gefallen wird, vor allem weil er auch so schon sehr schön aussieht. Und ich habe den jetzt gesehen und fand ihn auch relativ gut. Also ich könnte an dem einen oder anderen meckern, was ich jetzt nicht so super toll dargestellt fand. Ich fand auch die ganze Familiengeschichte ein bisschen zu viel. Also ich fand es nicht so schön, wie die miteinander umgegangen sind am Anfang des Films. Dann trotzdem als ideale Familie dargestellt werden. Aber an sich ist das eine nette Geschichte über Familie und über Musik und wie das zusammenfindet. Und das zählt ja. So. Dann gab es natürlich endlich wieder ein Pen and Paper von den Rocket Beans. Den ersten und zweiten Teil gab es im Februar. Allerdings habe ich den zweiten Teil erst jetzt im März, also heute, direkt heute an dem Tag, wo ich drehe, das ist der 2. März, gesehen, weil ich leider an dem Ausstrahlungstag, wo es live gelaufen ist, arbeiten musste, genau zu der Uhrzeit. Was blöd ist, aber manchmal ist das halt so. Deswegen handle ich das, glaube ich, jetzt einfach ab, damit ich es im nächsten Monat nicht nochmal ansprechen muss. Also diesmal hieß es Ultra Core. Es war eine komplette neue Welt, die Hauke sich ausgedacht hat. Also der Spielleiter, das macht er ja eigentlich immer, aber meistens gründet das irgendwie schon in der Realität oder zumindest in bekannten Geschichten. Und hier war das gar nicht so. Er hatte sich einfach alles komplett selber ausgedacht. Das ist so eine Fantasy, High-Fantasy-Welt, wo verschiedene Rassen zusammenkommen, die verschiedene Sachen haben. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die mit Dinos zusammenleben. Es gibt so eine Art Vampir-Hacker, nennt er sie immer. Es gibt so Dampfzwerge. Es gibt Jumanjin, das sind so eine Art Hybride aus Mensch und Tier und so weiter und so fort. Es gibt so viele verschiedene Rassen, so eine richtige Hintergrundstory. Man hat das Gefühl, er hat sich so viel Mühe dafür gegeben, obwohl das in der richtigen Pen and Paper Runde nicht so viel Rolle spielen wird. Aber ja, ich fand es toll. Es war angelegt für 2 Abende, also Teil 1 und Teil 2. Aber es haben so viele Leute gesagt, macht das weiter. Die Welt ist so riesig, da kann man so viel machen, dass sie das jetzt auch vorhaben. In den 2 Abenden sind sie auch zu keiner Konklusion gekommen, zu keinem Ende. Ich weiß nicht, wie er sich gedacht hat, dass das zu einem Ende sein kommen kann. Vor allem, weil er keine fortführende Storyline geschrieben hat, sondern halt so hier und da Brotkrümel verteilt hat, sodass die Spieler selber wirklich frei waren, worauf sie eingehen, wohin sie gehen, was sie damit machen mit den Informationen. Und das hätte nie und nimmer in 2 Abenden ein Ende gefunden, außer hätte jetzt am Ende gesagt, stopp, das hier ist euer Ende, fertig. Weil wenn Leute frei sind, dann machen sie halt jede Menge Zeugs und das heißt nicht unbedingt, dass man dann schnell zu einer Lösung von Problemen kommt. Aber ich fand das wirklich grandios. Also grandios, was er sich ausgedacht hat. Natürlich ist es nicht die einzelne Idee, nicht unbedingt was Neues, aber in der Kombination und wie er das dargestellt hat, einfach ein Meisterstück. Dann habe ich eine Serie angefangen, die gibt es auf Netflix. Das ist, glaube ich, eine Netflix-Originalserie. Das heißt das The Expanding Universe of Ashley Garcia. Ich habe 3 Episoden gesehen. Ich glaube, es ist die erste Staffel erst raus und vor kurzem, glaube ich, ist sie rausgekommen. Es gibt, ich weiß nicht, 10, 12 Episoden. Also Netflix macht ja immer nicht so viele Episoden. Das ist so eine Comedy, Jugend-Comedy-Sendung, wie ich sie gerne auch von Disney zum Beispiel gucke, wie, weiß nicht, Hotel der Concorde und so. Aber das hat bei mir nicht so gezündet, muss ich sagen. Also ich fand diese Serie nicht sonderlich lustig. Es muss sie auch nicht unbedingt sein, damit ich sie unterhaltsam finde. Aber ich finde sie halt auch nicht unterhaltsam. Ich finde die Charaktere total aufgesetzt. Ich finde, dass einige der Schauspieler nicht wirklich gut schauspielern können. Ich finde viele der Konflikte super aufgesetzt. Es geht um so ein Mädchen, die halt super intelligent ist. So wie, stellt euch Sheldon aus The Big Bang Theory vor, nur ohne die ganzen Quirks. Ein normales Mädchen, das aber super intelligent ist. Teenager-Mädchen, die aber viel Teenager-Leben verpasst hat, weil sie die ganze Zeit halt auf die Uni war und ihren Doktortitel gemacht hat. Und sie will jetzt alles irgendwie nachholen. Und sie wirkt halt wie ein total normales Mädchen. Und dann wird in einer Szene irgendwie irgendwas möchte gern Nerdiges eingeworfen und dann ist sie wieder ein normales Mädchen. Das funktioniert nicht. Und so funktioniert halt ganz vieles in dieser Serie nicht. Deswegen habe ich 3 Episoden geguckt und dachte mir dann, kein Interesse. Also es ist nicht furchtbar schlecht. Man kann es sich angucken, falls ihr Lust dran habt, Spaß dran habt. Bitteschön.
Aber es funktioniert für mich halt nicht und ich habe daran nichts gefunden, was mir persönlich Spaß macht. Dagegen habe ich wieder an der folgenden Serie Spaß gefunden, und zwar Insatiable. Die zweite Staffel ist ja vor kurzem rausgekommen. Die habe ich jetzt gesehen. Ja, es ist eine sehr kontroverse Serie. Viele finden sie nicht so toll. Ich mag sie. Also wie immer, wie ich damals schon gesagt habe, als die erste Staffel rausgekommen ist, man darf sie nicht zu ernst nehmen. Das ist nicht unbedingt eine Satire, wie viele sagen. Es ist aber auch absolut nichts Ernstes. Es ist einfach absurd. Es ist eine absurde Geschichte mit absurden, einfach reingeworfenen Themen, was keine Kohärenz hat, was keine Logik folgt, was einfach total absurd und dämlich ist. Aber darin habe ich irgendwie Spaß. Das macht mir in dieser Serie irgendwie Spaß, so wie sie es umgesetzt haben. Das ist einfach so total weit ab von jeder der Logik ist, aber irgendwie, ja, wollte ich nicht aufhören. Und ich war, fand schade, dass es nach 10 Episoden schon Schluss war. Die erste Staffel hatte ja 12 Episoden und irgendwie habe ich daran einfach Spaß. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber an dieser Absurdität habe ich Spaß. Ich will mich jetzt nicht weiter wiederholen. Kommen wir jetzt zu einem Film, den ich auch sehen wollte, als herausgekommen ist, auch bei Netflix. Falling in Love. Ein Wortspiel, weil in ja oft im Namen von Hostels, Motels, so kleineren Hotels in Amerika vorkommt. Und ja, die Protagonistin erbt oder gewinnt in solches Hotel und denkt, dass da alles super toll ist und fährt dann dahin und dann ist das so eine Bruchbude, die sie wieder aufbauen muss. Und dann gibt es da so eine Liebesgeschichte. Ich weiß, dass es nicht das super tollste Prämisse der Welt ist. Aber ich wollte einfach eine nette, süße Liebesgeschichte sehen. Ich muss sagen, dafür war es aber gar keine nette, süße Liebesgeschichte. Es war einfach irgendwie gefühlt nichts. Es war keine Chemie zwischen den beiden Protagonisten. Der männliche Protagonist kam auch viel zu spät in die Story rein und dann ging das alles viel zu schnell. Und man hat das Gefühl, diese Chemie zwischen den beiden konnte in dieser schnellen Zeit gar nicht hergestellt werden, sodass ich nicht mitgekommen bin, sodass es mir sowas von egal war, was mit denen passiert. Ich fand auch die Protagonistin nicht unbedingt immer sympathisch. Auch den Typen fand ich manchmal ein bisschen zu aufgesetzt, zu hochnäsig. Es hat halt alles nicht so gut zusammengewirkt. Also die Kulisse war sehr hübsch, es spielte in Neuseeland, glaube ich. Aber ansonsten eher ein Reinfall, muss ich sagen. Und jetzt zum letzten. Das gibt es auch auf Netflix. Das wird, glaube ich, aktuell sehr gehypt. Das ist so eine Art Dating-Reality-TV-Show auf Netflix. Und zwar nennt es sich Love is Blind auf Englisch, auf Deutsch Liebe macht blind. Ich finde die Übersetzung, also ich muss mal ein bisschen über die Übersetzung renten, also mich aufregen, weil das absolut nicht dieselbe Aussage ist. Die amerikanische englische Aussage Love is blind bedeutet einfach nur Liebe ist blind. Also es ist egal, wen du liebst, egal wie derjenige aussieht, was er macht und so weiter, du liebst ihn einfach. Und darum geht es auch in der Serie, in dieser Reality-TV-Show. Die sehen sich ja nicht. Ja, es gibt irgendwie so kleine Pods, nennen sie sich, dazwischen ist eine Wand. Man hört also die Stimme durch, man sieht aber denjenigen nicht und die sollen quasi so wie Speed-Dating machen und dann diejenigen rausfinden, mit denen sie Chemie haben, nur durchs Reden und mit denen sich besser kennenlernen, um dann zu gucken, ob es in der realen Welt funktioniert, ob sie sich auch körperlich anziehend finden und so. Die Idee finde ich gut. Liebe macht blind. Hat eine vollkommen andere Aussage im Deutschen. Es bedeutet, dass wenn du jemanden liebst, du vielleicht manchmal über Sachen hinwegsiehst, die du normalerweise schrecklich findest. Also vielleicht ist es das Aussehen, vielleicht sind es auch irgendwelche Macken an demjenigen, vielleicht ist es auch irgendwas, was er tut oder sagt, was du normalerweise bei anderen Leuten scheiße findest, aber bei denen, den du liebst, siehst du halt drüber hinweg. Sowas finde ich, ist Liebe macht blind oder auch halt toxische Relationships, also wenn es eine Beziehung ist, die nicht so gut für dich ist. Auch da kann man sagen, Liebe macht blind. Du liebst ihn halt so sehr, dass du nicht siehst, dass diese Beziehung nichts Gutes für dich ist. Das ist eine vollkommen andere Aussage. Und wer hat das übersetzt? Also, allgemeine Übersetzungen ins Deutsche sind oft nicht so toll, aber das kann man nicht einfach Liebe ist blind hinschreiben. Natürlich, auf Deutsch gibt es jetzt diese Redewendung nicht. Die Redewendung auf Deutsch heißt natürlich Liebe macht blind, aber es hat zwei unterschiedliche Aussagen. Egal, kommen wir jetzt zu der Sendung. Ich fand den Anfang super interessant, wo sie halt in diesen Pods sind und sich nicht sehen und nur reden. Ich fand dieses Experiment an sich
Super interessant. Leider hat es nur für 2 Episoden gegolten. Also es wurde in 2 schnellen Episoden abgeschlossen. Und dann haben die sich gesehen. Das fand ich auch noch eine interessante Phase, wo sie sich zum ersten Mal treffen und dann ein bisschen Zeit miteinander verbringen in so einer Art ja, Urlaub und gucken, ob das zwischen denen funktioniert oder nicht. Das fand ich auch noch interessant. Das waren 4 Episoden. Jetzt nach 4 Episoden kam dann diese Zeit, wo sie sich zusammengewohnt haben, wo sie sich den Eltern gegenseitig vorgestellt wurden, wo sie dann angefangen haben, die Hochzeit zu planen. Das Experiment geht so, dass sie sich ineinander verlieben in diesen Pots und dann auch direkt, ohne sich vorher zu sehen, Heiratsantrag machen müssen und dann gucken müssen am Ende der Serie, ob sie tatsächlich heiraten. Und das geht mir viel zu weit, weil egal wie sehr du jemanden magst, und wie sehr du ihn da kennenlernst, weil du schon längst mit dem redest, kennst du den Menschen trotzdem nicht gut genug, um nach einem Monat oder so sagen zu können, will ich den heiraten, also für den Rest meines Lebens mit dem zusammen sein oder nicht. Und ich finde allgemein diese, dass sie das überhaupt eingebaut haben, hat schon das Ganze irgendwie kompromittiert. Denn ich hätte gerne gesehen, wie viele der Paare tatsächlich zusammengeblieben wären, wenn es nicht ums Heiraten gegangen wäre. Denn viele haben gesagt, ja, ich mag oder liebe denjenigen, aber Hochzeit ist mir, geht mir jetzt zu weit, es geht mir zu schnell und deswegen haben sie sich am Ende getrennt. Und ich hätte gerne gesehen, vielleicht mit einem Zeitsprung nach einem Jahr oder so, ob die jeweils noch zusammen gewesen wären, wären sie nicht in dieses Hochzeitsszenario reingequetscht worden wären und hätten das machen müssen. Das finde ich schade. Ich finde auch schade, dass diese Kennenlernphase nur 2 Episoden lang war und manche der Paare gar keine Screentime bekommen haben. Ich habe dann nachher gesehen, ach ja, okay, die 2 haben zueinander gefunden. Kenne ich die überhaupt? Dann haben sie irgendwie eine Szene gezeigt, wie sie sich da unterhalten haben, dann eine Szene, wie sie sich gesehen haben live und dann soll ich auf einmal mich darum scheren, ob die beiden zusammenpassen oder nicht, obwohl ich noch nichts von denen gesehen habe. Ich muss auch sagen, dass viele der Paare mich irgendwann genervt haben. Ich fand diese ganze Zusammenleben und gucken, ob es funktioniert oder nicht, Phase super uninteressant. Also ich hätte mehr von dem Anfang gehabt, dann gerne so einen Zeitsprung und dann geguckt, ob die nach einem Jahr oder so noch zusammen sind oder nicht und woran es gelegen hat oder eben nicht. Aber an sich hat sich das zu sehr gezogen. Es hat mich genervt. Viele haben sich auch nur künstlich gestritten. Das ist natürlich, man kennt sich so kurz, hat aber diesen Druck von, ich muss jetzt dich heiraten, dass sie natürlich sehr viel streiten und sowas. Und das ist klar, das macht auch Sinn. Aber es ist halt nicht für mich persönlich nicht sonderlich interessant anzugucken. Weil ich so, ich mochte die ersten 4 Episoden, diese Pottzeit und dieses Urlaub, wo sie sich ein bisschen kennengelernt haben. Und die letzte Episode. Und der letzte 1,5 Episoden, wo rauskam, ob die jetzt geheiratet haben oder nicht. Alles zwischendrin hätte ich mir persönlich sparen können, hat mir nichts gebracht, hat ich auch nicht gemocht. Also, ja, ich finde das letztendlich ein bisschen überhyped. Ich finde die Idee dahinter interessant, aber die Ausführung nicht ideal, für mich zumindest persönlich. Von daher ausbaufähig, würde ich sagen. Ausbaufähig. Ich habe jetzt zu lange darüber geredet. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Habt ihr Liebe macht blind. Auch schon gesehen, was ist eure Meinung dazu? Und ansonsten, ja, schreibt mir zu allem anderen auch gerne was in die Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye.